In letzter Zeit habe ich mehrfach Gameplay von der heutigen Mod im Hintergrund meiner Videos gehabt. Und jedes Mal wurde ich mehrfach gefragt, was das denn für eine sei, beziehungsweise was für ein Teil von Skyrim das denn ist. Nun, das ist die Mod Clockwork von Antistar. Und sie ist verdammt gut. Clockwork, oder auch Clockwork Castle genannt, ist eine Mischung aus Quest und Housing Mod. Zunächst spielt ihr durch eine Questreihe mit ein paar interessanten Charakteren, durchquert ein paar Dungeons und werdet am Ende mit einem neuen Haus belohnt. Es beinhaltet neben diversen nützlichen Räumen Technologien, die man so noch nicht in Skyrim gesehen hat. Denn das Haus ist voll von dampfbetriebenen Gerätschaften, die einst von den Dwemern entwickelt wurden und dem Haus eine Steampunk-Note verleihen. Bevor ihr aber das Haus euer eigen nennen dürft, müsst ihr es erst noch finden und reparieren. Dazu müsst ihr zunächst durch die Welt von Skyrim streifen und warten, bis ein Zufallsevent getriggert wird. Bei mir war es ein Elf namens Isidor, der von einem Säbelzahntiger angegriffen und schwer verwundet zurückgelassen wurde. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, euch bei Sichtkontakt ebenfalls anzugreifen. Habt ihr Isidor besiegt, könnt ihr bei ihm eine Notiz finden, in der eine Frau namens Camilla von neu entdeckten Runen schreibt, die durch einen Erdrutsch im Veloti-Gebirge freigelegt wurden. Als wackerer Abenteuer seht ihr natürlich sofort eure Chance und begebt euch selbst zu dem genannten Ort. Bevor ihr aber die Ruinen betretet, solltet ihr bedenken, dass ihr so schnell nicht wieder nach Skyrim zurückkehren könnt. Erst wenn ihr die Mod bis zu einem gewissen Punkt durchgespielt habt, könnt ihr wieder ins normale Skyrim reisen. Entscheidet ihr euch trotz der Warnung dafür, in die Ruinen zu gehen, und warum solltet ihr das nicht tun, ihr seid schließlich auch hier, um die Mod zu sehen, dann findet ihr euch in dem ersten der beiden riesengroßen Dungeons von Clockwork wieder. Und wenn ich hier riesengroß sage, dann meine ich das auch so. Der Dungeon erstreckt sich über diverse Räume auf mehreren Etagen bis hin zu einer riesigen Höhle, von der aus man zu weiteren Räumen, Ruinen und Etagen gelangt. Aber es lohnt sich, den Dungeon bis in den letzten Winkel zu erkunden, denn er ist voll von Geschichten, die geschickt über die Umgebung erzählt werden. Zudem finden sich hier auch verschiedene Gegnertypen und Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. Dieser Dungeon hat mir äußerst gut gefallen, nicht nur weil er eine sehr interessante Geschichte erzählt, sondern auch von der Art, wie er designt ist. Die bedrückende, düstere Atmosphäre, die Horrorelemente und die Vielfalt an Umgebungen sind eine Klasse für sich. Alleine wegen dieses Dungeons hätte ich diese Mod schon empfohlen. Und dabei sind wir noch nicht einmal im eigentlich namensgebenden Haus Clockwork angekommen. Wenn ihr es aber lebend aus dem Dungeon herausschafft, findet ihr Clockwork in all seiner Pracht. Und einer komischen Texteinblendung, die am Himmel schwebt und eigentlich überhaupt nichts dort zu suchen hat. Clockwork Castle ist ein altes Herrenhaus in einer verschneiten Kuhle im Veloti-Gebirge. Früher gab es hier Menschen, doch seit mehr als 100 Jahren lebt hier niemand mehr. Warum dem so ist und was mit den letzten Menschen passiert ist, die hier gelebt haben, könnt ihr in mehreren Tagebüchern finden. Doch obwohl hier niemand mehr lebt, wird das Haus dennoch weiter instand gehalten. Von Laha und Lamashtu. Die beiden sind maschinenartige Wesen und stellen die einzigen beiden richtigen Charaktere dieser Mod dar und sind beide voll vertont. Insgesamt hat diese Mod über 600 Zeilen an vertontem Dialog und so ist es kaum verwunderlich, dass sie beide das ein oder andere zu erzählen haben. Das erste, was sie erzählen, will man als Spieler aber eigentlich gar nicht hören. Der Tunnel, durch den man zur Außenwelt gelangen kann, ist eingestürzt und nun sitzt man hier fest. Wo man aber schon mal da ist, kann man den beiden ja zur Hand gehen und Reparaturarbeiten am Haus vornehmen. Dazu muss man in den zweiten Dungeon dieser Mod vordringen und Ersatzteile sammeln. Man könnte ein paar davon auch craften, aber da ich die Auffassung vertrete, dass Crafting keine Lösung ist, habe ich mich natürlich sofort in den Dungeon gestürzt. Dieser zweite Dungeon ist sogar noch größer als der erste und hat ein gänzlich anderes Design. Alleine wenn ihr das erste Mal in die Höhle eintretet, werdet ihr schon sehen, was ich meine. Es ist spektakulär. Doch es ist nicht nur spektakulär, es ist auch voll von Gegnern, die Laha und Lamashtu recht ähnlich sehen. Warum dem so ist, wird im Laufe der Geschichte aufgeklärt, aber keine Sorge, ich werde es hier natürlich nicht spoilern. Das müsst ihr schon selbst herausfinden. Die Vielzahl an Gegnern macht diesen Dungeon recht gefährlich. Die meisten sind nur mittelmäßig starke Gegner, aber zwischendurch trifft man auf stärkere Versionen. Interessant ist auch, dass man hin und wieder Gesprächsfetzen aufschnappen kann, weil die NPCs mit sich selbst reden. Oder auch komplette Selbstgespräche führen. Dadurch erhält man mehr Einblicke in die früheren Geschehnisse an diesem Ort und in die Leben, die diese Personen eventuell mal geführt haben. Man trifft aber nicht nur auf Gegner, man kann ja auch eine ganze Reihe anderer Dinge entdecken. Oder auch verpassen. Wie gesagt, der Dungeon ist riesig und man kann über diverse Rohre und Felsvorsprünge zu Ebenen gelangen, von denen man vorher denkt, sie seien unerreichbar.
Am Anfang war ich ein wenig erschlagen von der schieren Größe des Gewölbes, aber nach und nach hat es mir immer besser gefallen. Er ist zudem sehr abwechslungsreich. Man sieht nicht immer nur die Röhren und Steinwände. Man kann hier alles Mögliche finden. Bäder, kleine Wohnungen, Werkstätte, Türme, Essenssäle und sogar Lavaströme. Hier bekommt man wirklich eine Menge geboten. Das einzige Negative hieran sind für mich die Gegner. Im Endeffekt ist es fast nur ein Gegnertyp, auf den man immer und immer wieder trifft. Und sie respawnen auch noch. An dieser Stelle hätten ein paar mehr Gegnertypen den Dungeon nochmal deutlich aufwerten können. Das ist besonders ärgerlich, weil man viel Zeit in diesem Dungeon verbringt. Man wird hier sogar mehrfach im Laufe der Questreihe hineingeschickt. Das klingt jetzt wahrscheinlich schlimmer als es ist. Der Dungeon hat nämlich mehrere Unter-Dungeons und man muss nicht jedes Mal alle davon betreten. Lediglich den Anfang sieht man öfters. Und ganz am Ende gibt es zudem einen Bosskampf, der mir auch nicht gefallen hat. Der Boss an sich ist interessant, aber die Mechanik des Kampfes ist einfach relativ schwach. Im Endeffekt musste man mitten im Kampf einmal durch den halben Dungeon zurückrennen, dann wieder zurück zu dem Boss und dann konnte man erst den Kampf zu Ende führen. Da hätte man sich sicherlich etwas Besseres einfallen lassen können. Habt ihr dann alles abgeschlossen, vor allen Dingen die Reparaturarbeiten, dann dürft ihr ins Haus zurückkehren und es ist nun voll funktionstüchtig und steht euch als neues Spielerhaus zur Verfügung. Ihr haltet außerdem einen Gegenstand, mit dem ihr euch von überall in der Welt zurück ins Haus teleportieren könnt. Das ist insofern äußerst nützlich, dass es nur wenige Zugänge gibt und die sind allesamt schwer zu erreichen bzw. recht gut versteckt. Das Haus selbst bietet auch noch diverse Dinge. Eine Waffenkammer mit Puppen zum Ausstellen eurer Rüstungen, einen botanischen Garten, in dem ihr Kräuter und Alchemiezutaten anbauen könnt, ein paar Lagerräume sowie einen Teleporter, der euch zu den großen Städten in den Himmelsrand bringen kann. Und natürlich habt ihr auch euren ganz persönlichen Dungeon mit respawnenden Gegnern. Wenn ihr also einmal neue Builds ausprobieren wollt, dann habt ihr hiermit die perfekte Trainingsgelegenheit. Grundsätzlich hat mir Clockwork ziemlich gut gefallen. Es ist vielleicht nicht ganz so stark wie The Forgotten City, aber es ist auf jeden Fall eine der besten Mods, die ich bisher gespielt habe. Am Anfang war es allerdings etwas nervig, sie überhaupt zu starten. Das Zufallsevent muss man nämlich erst einmal finden und wenn man keine Ahnung hat, wonach man suchen muss, ist das schon recht ärgerlich. Deshalb habe ich euch am Anfang dieses Videos auch erzählt, was bei mir passiert ist und wie der NPC heißt. Denn ansonsten kann man es auch sehr leicht übersehen. Bis ich es gefunden habe, beziehungsweise vielleicht auch bis es erst ausgelöst wurde, habe ich bestimmt eine halbe Stunde lang ziemlich ziellos danach gesucht. Das ist sicherlich etwas, was für ein normales Durchspielen von Skyrim ganz nett ist, weil man so auf sehr natürliche Weise auf diese Mod trifft, aber wenn man gezielt diese Mod spielen möchte, dann ist es leicht nervig. Für die Mühe wird man aber mit zwei hervorragenden Dungeons belohnt, von denen vor allem der erste äußerst gelungen ist. Es hat sicherlich ein paar Horrorelemente mit drin, was man mögen muss, denn man weiß nicht so wirklich, was dort eigentlich vor sich geht. Man hört die Schreie und das Heulen einer Frau, es erscheinen immer wieder Skelette, die einem Richtungen weisen oder seltsame Szenerien darstellen. Und alleine das Element, dass man von einem Geist gejagt wird und nur wenig Zeit hat, um sich alles anzusehen, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber nicht nur die Dungeons, auch die Story ist ziemlich gut. Sie ist interessant geschrieben und abwechslungsreich. Man fragt sich die ganze Zeit, was sind das für Wesen? Warum haben sie dieses herzartige Gebilde in ihrer Brust schimmern? Wer sind die eigentlich? Diese Fragen treiben einen immer weiter voran, denn man will schließlich die Antworten darauf haben. Und wenn man sie dann bekommt, ist es alles andere als eine Enttäuschung. Auch die beiden Charaktere an sich sind sehr gut gelungen. Sie wachsen einem regelrecht ans Herz und man interessiert sich wirklich für ihre Geschichte. Das Voice Acting spielt dabei ebenfalls eine große Rolle. Beide klingen natürlich mechanisch und haben eine Intonation, wie eben eine Maschine sprechen würde, aber trotzdem schaffen es die Sprecher, ihnen Leben einzuhauchen und sie facettenrecht darzustellen. Und es gibt noch einen dritten vertonten Charakter. Was es mit ihm auf sich hat, werde ich hier natürlich nicht verraten, aber alleine seine Art zu reden ist faszinierend. Hier nochmal ein kurzes Beispiel dafür. Repairing the pipes. Are you looking for me? Come to the sickness ward. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Mod nicht lore-friendly ist. Mich persönlich hat das nicht gestört, aber es gibt ja durchaus Menschen, die so etwas nicht mögen. Mehr kann ich dazu an dieser Stelle leider nicht sagen, denn ansonsten müsste ich die Story spoilern und das wäre echt schade, denn wie gesagt, sie ist einfach ziemlich gut. Schaut sie euch einfach selbst an und bildet euch dann ein Urteil, ob ihr damit leben könnt, dass es vielleicht nicht unbedingt in die Lore passt, sondern sich ein paar Freiheiten genehmigt. Alles in allem gefällt mir Clockwork wirklich gut und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, es einmal selbst zu erleben. Ich bin niemand, der normalerweise Housing-Mods mag und auch ansonsten nicht viel von Housing in Videospielen hält. Im echten Leben schon, aber das ist eine gewisse Notwendigkeit. Aber die Story und die Gestaltung der Dungeons hat mich gefesselt und es war allemal wert, gespielt zu werden.
Clockwork gibt es für den PC und die Xbox One. Den Link zu der PC-Version findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit auch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.